Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich dachte ja, wenn ich dieses Video drehe, dann sind die Temperaturen wieder etwas nach unten geklettert. Leider ist dem nicht so. Es ist sogar noch etwas wärmer geworden. Ich hoffe allerdings, dass ihr es etwas kühler habt als ich und dieses Video genießen könnt. Ich sitze quasi jetzt hier mit meinem kühlen Getränk und hoffe, dass dies mir etwas Abkühlung verschafft. Nichtsdestotrotz möchte ich euch aber gerne meine nächsten 5 gelesenen Bücher vorstellen. Ja, wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, sind es nicht ganz 5 Bücher. Diesmal handelt es sich quasi um 5 Bücher plus 2 Comics. Aber diese wollte ich gerne noch mit in diesem Video erwähnen bzw. euch zeigen. Beginnen möchte ich mit 2 Werken, die ich bereits in einem anderen Video erwähnt habe. Und zwar gehörte das Video zur Klassikerwochen dazu, beziehungsweise war das mein Beitrag zu den Klassikerwochen. Und wer sich das Video angeschaut hat, kann sich vielleicht jetzt auch vermutlich denken, um welche 2 Werke es sich handelt. Zum einen handelt es sich von Franz Kafka Briefe an den Vater und gesammelte Erzählungen von Franz Kafka. Beide Bände sind quasi aus dem Reclam-Verlag. Dies ist quasi die normale Variante, wie man sie kennt. Und hier haben wir noch die Sonderedition, die zum 150. Geburtstag von Reclam erschienen ist. Beide Werke haben mir sehr, sehr gut gefallen. Bei Briefe an den Vater bekommt man ein Stück weit Einblick in die Gedankenwelt bzw. Franz Kafka zu seinem Vater bzw. auch bekommt man Einblick in die Beziehung zu seinem Vater. Und vor allen Dingen lernt man hier vielleicht für die anderen Werke ein bisschen zu differenzieren, dass nicht alle Werke von Franz Kafka sich um den Vater handelt, beziehungsweise er die etwas unangenehmere Beziehung zu seinem Vater zu interpretieren hat. Bei Erzählungen Franz Kafka ist es so, dass wir hier ganz verschiedene Erzählungen zusammengestellt bekommen haben, die etwas länger sind, aber auch wirklich kurz, also quasi nur eine Viertelseite von diesem Format hier. Die sind wirklich gespickt mit den verschiedensten Themen und mit den verschiedensten Gedanken. Mir haben sie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Besonders eignen sie sich auch, meiner Meinung nach, wenn man ein bisschen was lesen möchte und dann vielleicht auch sogar eine Pause machen möchte oder sogar auch, wie ich finde, vorm Schlafen gehen, wenn die Geschichten bzw. Erzählungen nicht ganz so lang sind und und vielleicht auch schon ein Stück weit müde ist. Aber mir haben beide Werke sehr gut gefallen. Wer Näheres nochmal dazu wissen möchte, dem verlinke ich unten sehr, sehr gerne nochmal mein Video bzw. hinter dem i werde ich es auch nochmal hinterlegen. Bei der nächsten Lektüre handelt es sich um ein Werk, was ich mit sehr viel Begeisterung quasi zugeschlagen habe oder beendet habe, besser gesagt, und ich auch sehr, sehr überrascht bin. Bei diesem Werk handelt es sich um ein Werk, was zum einen der erste Teil einer Reihe ist und ich gerade nicht auf den Namen komme in dieser Reihe, aber ich ihn gerne euch nochmal einblende, und das Debüt der Autorin. Und zwar spreche ich von der unsichtbaren Bibliothek von Gwyneth Cockman, wenn man sie so ausspricht, aus dem Bastei-Lübbe Verlag. In diesem Werk treffen wir Irene. Irene kommt zu Beginn des Buches von einem Auftrag wieder und hat quasi gleich den nächsten Auftrag zu erledigen. Für diesen Auftrag bekommt sie einen Partner zur Seite gestellt. Bei diesem Partner handelt es sich allerdings zudem auch noch um ihren neuen Auszubildenden. Irene ist Bibliothekarin der unsichtbaren Bibliothek und hat den Auftrag, ein seltenes Buch für die Bibliothek sicherzustellen. Die Bibliothek ist, um nicht so viel zu verraten, an vielen verschiedenen Welten angeschlossen und sammelt quasi aus diesen verschiedenen Welten seltene Bücher und
ja, Bücher, die einen gewissen Einfluss haben. In ihrem Auftrag erlebt Irene natürlich ja, die ein oder andere Hürde, wie hätte es auch anders sein sollen, muss die ein oder andere ja, Konfrontation durchleben, ja, Abenteuer überwinden und ja, ja, Probleme lösen, sage ich mal. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, handelt es sich hier um ein Debüt, und ich finde, das merkt man zum Teil diesem Werk auch an. Die Dialoge sind zum Teil ja, etwas holprig und bedürfen vielleicht auch noch einer gewissen Erfahrung, sage ich mal. Und dieses Holprige, ja, ich würde nicht sagen, dass es direkt stört, aber man merkt es halt einfach. Aber nichtsdestotrotz finde ich es als Debüt wahnsinnig gelungen. Ich finde die Idee, die hinter diesem Werk steckt, also die unsichtbare Bibliothek, die verschiedenen Welten und was noch so drum herum gesponnen wird, wahnsinnig gut gelungen. Auch wenn die Dialoge sehr holprig sind und vielleicht auch manche Sätze noch nicht zu 100% perfekt sind und man einfach merkt, dass die Autorin vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung hat, finde ich, ist es trotzdem ein sehr, sehr gelungenen Auftakt und vor allen Dingen ein sehr gelungenes Debüt. Ich kann euch ja dieses Werk eigentlich nur empfehlen, wer ein bisschen Fantasy liest und sich auch mit Bibliotheken gerne auseinandersetzt und auch ja, gerne so ja, Abenteuer in Büchern erlebt mit ganz viel Fantasy. Ja, ich hatte wirklich reinstes Lesevergnügen und bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Bei der nächsten Lektüre handelt es sich ebenfalls um ein Werk, was ich euch bereits ja, gezeigt habe und ich deswegen auch gar nicht so näher darauf eingehen möchte. Und zwar handelt es sich um den dritten Band der Eiselfenreihe, und zwar der Kodex von der Autorin Josephine Gottwald. Mir hat dieses Werk sehr, sehr gut gefallen und ich hatte wirklich sehr viel Freude beim Lesen. Man hat gemerkt, dass zu Band 1 definitiv schon eine unglaubliche Steigerung da gewesen ist, so vom Stil her. Und ja, dadurch, dass ja das der dritte Teil hier schon ist, möchte ich gar nichts zum Inhalt sagen, um keinen von euch zu spoilern. Ja, falls euch meine Meinung zu den Büchern interessiert, werde ich euch natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal den Link zu dem Video in die Infobox packen und hinter dem i ja, verstecken quasi. Bei dem nächsten Werk war ich sehr überrascht, was zwischen diesen beiden Buchdeckeln wirklich steckt. Weil ich habe dieses Werk von meiner Oma erhalten, weil sie das schon gelesen hat und es mir quasi weitergegeben hat. Und ich dachte so, ja, mal sehen, was dahinter steckt. Und ja, am Ende war ich dann doch sehr, sehr positiv überrascht. Und ich war auch vor ein paar Tagen sehr überrascht, dass dieses Werk quasi vor 20 Jahren auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Ich konnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, warum es auf der Spiegel-Bestsellerliste stand, weil für mich war es ein wirklich sehr, sehr gelungenes Werk. Und zwar handelt es sich um Hannas Töchter von Marianne Fredriksen aus dem Fischer Verlag. Hierbei, ja, wird uns die Geschichte der drei Frauen, und zwar von Hannah und ihrer Tochter Johanna und der Tochter von Johanna Anna erzählt. Alle drei Frauen müssen die Widrigkeit ihrer Zeit durchleben, aber auch sind sehr, sehr viel mit sich selbst konfrontiert und mit ihren Müttern quasi konfrontiert und wie diese Situation beheben und ja, wie die Zeit die Frauen verändert, wie die Männer sich verändern, wie die Gesellschaft sich quasi verändert. Und ja, also wir haben hier einen klassischen Generationenroman, der meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen ist. Der mich sprachlich sehr begeistern konnte. Vor allen Dingen deswegen, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Die Geschichte der drei Frauen wird auf eine sehr, sehr angenehme Weise erzählt, hat sehr viel Ruhe und vor allen Dingen, was ich finde, ist,
dass Marianne Fredriksen ein absolutes Talent hat, über ihre Sprache auch die Person wieder zu spiegeln. Also man hat beim Lesen gemerkt, dass man quasi zum Beispiel bei Hannah viel, viel langsamer gelesen hat als bei Anna. Bei Anna hat man sehr schnell gelesen, dadurch, dass sie ja nun eine junge Frau ist. Die Zeit hat sich geändert, vielleicht auch so ein bisschen die Schnelligkeit in der Zeit beim Stil so ein bisschen rübergebracht. Das fand ich wahnsinnig gut gelungen. Ich werde zu diesem Werk definitiv nochmal eine Buchbesprechung drehen. Und weil es mich einfach so begeistert hat. Und deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier bei dieser kurzen Zusammenfassung. Bei den nächsten beiden Bänden handelt es sich, wie ich ja bereits gesagt habe, um zwei Comics. Und ich bin sehr froh, dass ich sie entdeckt habe. Also das eine Werk habe ich durch eine Newsletter entdeckt. Und manchmal fluche ich doch, dass ich dass so viele Newsletter manchmal gibt. Aber bei den Panini-Comics ist es halt einfach so, da entdecke ich doch schon durchaus mal was für mich. Und genauso ist es mit diesen beiden Werken. Bei dem ersten Werk handelt es sich um Zeitenwende Band 1 von Reynolds & Race von den Panini-Comics. Und zwar ist es ein Comic mit dem Thema die Zeit um 1933 bis 1945. Und zwar begegnen wir hier zwei Brüdern in Belgien. Beide Brüder sind unterschiedlich zu den Nationalsozialisten eingestellt. Der eine Bruder schließt sich dessen an und der ganzen Ideologie und sieht darin sehr, sehr viel Positives, und der andere ist dagegen, und dieser Konflikt dieser beiden Brüder wird, beziehungsweise der Beginn dieses Konfliktes wird in dem ersten Band quasi dargestellt. Es gibt natürlich noch andere Konflikte zwischen den Brüdern und die ganze Beziehung ist etwas zerrüttet, sag ich mal. Ich mochte also zum einen mag ich natürlich die Thematik beziehungsweise die Sicht dadurch, dass wir hier quasi in einem kleinen Ort in Belgien sind, hat man natürlich nochmal eine ganz andere Sicht auf diese Zeit, und deswegen hat mich auch dieser Comic auch so gereizt, ihn zu lesen, und ich bin auch sehr froh, dass ich ihn gelesen habe, und ich habe mir auch hierzu auch schon Band 2 zugelegt, und ich bin gespannt, wie es mit diesen beiden Brüdern und ihren Konflikten, sage ich mal, weitergeht. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, ich finde es super, dass man die Seiten noch nutzt, um auch nochmal eine Chronik über die Zeit wiederzugeben und was so geschehen ist, und die so Eckpunkte finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und die Zeichnung an sich war nicht zu 100% mein Fall. Also ich mag, wenn die Landschaft dargestellt wird und wenn so andere Details dargestellt werden, das mag ich total gerne von den beiden Autoren oder Zeichnern vielmehr, aber ich komme nicht zu 100% mit den Gesichtern klar. Also sie sind mir manchmal ein bisschen zu, ich weiß gar nicht, wie sagen, zu abstrakt, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber irgendwie gefällt mir so die Darstellung der Gesichter nicht, und ich kann nicht mal sagen, an was es eigentlich liegt, weil eigentlich sind sie schon sehr, sehr gut dargestellt. Ja, ich hatte sehr, sehr viel Freude bei diesem Werk, und auch wenn das Thema schon harter Tobak ist, aber man kann sich auch quasi über einen Comic quasi diesem Thema nähern. Ja, bei den nächsten Comic handelt es sich um, ein sehr ähnliches Thema, allerdings, dass wir uns hier quasi im Ersten Weltkrieg befinden. Und zwar spreche ich von dem Werk Der Krieg der Knirpse, und zwar Das Haus der Findelkinder, und zwar von Regis Haustier und Harder, wenn man ihn ausspricht, ebenfalls aus dem Panini Comics Verlag. Ja, wir begegnen hier den vier Waisenkindern,
die sich Lulu nennen. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Alter, also können eigentlich quasi nicht unterschiedlicher sein, außer dass sie eine Gemeinsamkeit haben, sie haben keine Eltern mehr. Es kommt zu dem Moment, dass ja, das Dorf, in dem sie leben, evakuiert wird und die vier ja, Lulus ja, zurückbleiben und quasi sehen müssen, wie sie klarkommen, sag ich mal, weil die Front, die Kriegsfront immer näher kommt. Meine Fokussierung lag ja eigentlich immer auf ja, quasi die Zeit ab 1933, und ich bin froh, dass ich mich jetzt auch mal diesem Thema näher, also dem Ersten Weltkrieg und vor allen Dingen auf so eine angenehme Art und Weise, muss ich ehrlich sagen. Ich mochte die Zeichnung hier wirklich sehr und mir gefallen sie sogar ein Stück besser als bei der Zeitenwende Band 1. Was mir hier allerdings ebenfalls sehr schwer fällt, ist so ein bisschen die Person, also die Lulus auseinanderzuhalten. Das ist einem zu Beginn so, wenn die Charaktere quasi eingeführt werden, dann ist es ja doch noch immer so am Anfang so ein bisschen ähnlich, aber das ergibt sich schnell. Ich mochte wirklich die Darstellung der Panels und auch die Verschiedenartigkeit der Panels. Und ja, ich bin gespannt, wie es mit den Lulus weitergeht. Und ich kann beide Comics eigentlich nur empfehlen, weil sie wirklich sehr gut dargestellt sind. Weil sie wirklich Spaß am Lesen machen. Und wer sich vielleicht mal dem Bereich der Comics ja, zuwenden möchte, dem kann ich diese beiden Bände definitiv empfehlen. Jedenfalls aus meiner Sicht. Das war's nun schon von meiner Seite. Falls ihr die Werke kennt und ja, ihr sie schon gelesen habt, dann würde mich natürlich ebenfalls wie immer eure Meinung interessieren, und ich würde mich natürlich wieder über einen Kommentar freuen. Ja, ansonsten, auch wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, könnt ihr natürlich einen Kommentar dalassen. Ich freue mich natürlich ja, über jeden Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass es bei euch nicht ganz so warm ist und ihr quasi ein kühles Plätzchen für euch gefunden habt. Ja, dann bis dahin, macht's gut, tschüss!